Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Bus Driver. Wir sind am Ende der letzten Folge hier am Ende von Stufe 3 stehen geblieben und haben halt die Nachttour, also Linie 29, abgeschlossen und machen nun weiter mit Stufe 4. Also die erste Phase nennt sich Konferenzfahrer. Sie werden als Busfahrer für eine Medizinkonferenz eingeteilt. Holen Sie eine Gruppe von Teilnehmern am Airport ab und bringen Sie sie zum Conference Center im Central Business District. Nach der Eröffnungsrede geht es zur Party in den lokalen Yachtclub. Gut. Ein guter Busfahrer hält sich an die Verkehrsregeln. Das gilt auch für Autofahrer. Also für gute Autofahrer. Theoretisch. Praktisch muss man 5 Minuten Auto fahren, um den ersten zu sehen, der sich nicht dran hält. Und das muss man nicht mal selbst sein. Schön, dass der Airport irgendwie immer oder irgendwo, keine Ahnung, am Nordpol liegt und hier irgendwie immer Schnee liegt. Und hier immer durch Schnee fährt. Oder bei einer zugefrorene Strecke im Endeffekt. Na, ich glaube, jetzt dürften wir, wenn wir um die Kurve ziehen. Nee, doch nicht. War fast den Pylon mitgenommen. Fast 7 Minuten bis zum ersten Ziel. Ach, Terban. Ja, rote Ampel und dann zack wird sie grün, ja. Ah, die zweite darf jetzt nicht mehr rot werden. Ah, oh. Hm. Ah komm. Beim Einlenken nicht sind wir nicht gedriftet, aber dann hinterher beim Weiterfahren sind wir fast noch abgerutscht. Old Town Central Business District. Ah, da müssen wir ja sogar hin. Auch sehr cool, es gibt hier Werbung für das Spiel in diesem Spiel. Wie man rechts sieht. Das ist eine tolle Werbetafel. Da haben wir die Werbetafel, die irgendein Idiot irgendwie umgemäht hat. Und es war sicherlich nicht der LKW davor. Weil wenn man bedenkt, dass die Betonmauer da noch intakt ist. Interessanterweise. Nein, gleich kriegen wir ja nicht in der Spurmodus. Aber hey. Dafür müssten wir eigentlich einen Achterbahnbonus kriegen. Also ein quasi ein Vergnügungsbonus für die Passagiere. Finde ich. Also ist ja nicht leider der Verkehr leider auch zu dicht, um Need for Speed-mäßig hier durchzubrettern. Durchzubrettern. So. Vor allem ist der Bus dafür jetzt gerade zu lang. Ja, bremst durch sinnlos. So, vorsichtig. Wird wahrscheinlich gleich eh wieder irgendwer random vor mir eine Vollbremse machen und hat dann wieder so seine 2 Meter Bremsweg. So, da bremsen wir den Bus neben uns aus. Oder vielmehr hinter uns. Oh, so viel Verkehr. Ah, keine Ampel in Sicht, sehr gut. Riesige Werbesäule zu unserer Rechten. Mit den 10 Standard-Werbeplakaten, die es in diesem Spiel hier gibt, glaube ich. Wobei, das Grün ist, glaube ich, neu. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber alle anderen, haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Eine Meile mit glücklichen Passagieren. Hm. Schön, dass man das nochmal extra betonen muss. Oh Gott, der Todeskreisel. Es ist schwieriger, als es aussieht. Wobei ich nicht weiß, wie schwierig es aussieht. Es ist schwierig, ja. Auf jeden Fall.
Central Business District, Central Business District. Es macht Sinn, zwei Schilder aufzuhängen, wo dann auf beiden einfach das gleiche draufsteht. Man könnte es natürlich auch wie in Deutschland machen, man hat ein großes Schild und schreibt das dann einmal drauf und hat dann halt zwei Pfeile darunter, die halt auf beide Fahrtrichtungen oder auf beide Fahrspuren hinweisen. Das irgendwie ein bisschen intelligenter ist. Och Mensch. Warum hat denn der jetzt auf einmal gebremst? Was zur Hölle? Also ich finde die mittlere Spur wäre echt eine gute Alternative hier. Blinken wir sogar mal. Gucken wir, ob wir Ärger kriegen. Technisch überhole ich die Leute sogar links. Das ist eigentlich das Lustige daran. Ich weiß auch gar nicht, warum die Spur hier wohl frei ist. Bestimmt für Rettungsdienste. Hat jetzt echt keinen interessiert, dass ich da links hergefahren bin. Ich habe sogar eine perfekte Meile kassiert. Das ist echt cool. Vielleicht einfach nur blinken und dann interessiert es niemanden. So. Center Business District ist links. Wobei die drei Spuren jetzt eh erstmal gerade weitergehen. Deswegen man da eigentlich gar nicht differenzieren muss. Noch nicht. Frozen World. Ah ja. Schöner Name für irgendeine Spedition, die offenbar auch gekühlte Nahrungsmittel oder gekühlte Gegenstände durch die Gegend fährt. Oh ja, jetzt ist wieder interessant. Oh, die Betonwand kommt wieder bedrohlich nah. Eine weitere Meile geschafft. Offensichtlich. Vorsichtshalber mal ausweichen. Nein. Na, komm, Bus, bleib stehen. Los. Oh. Nein, ich bin ja links. Ich find's echt cool, dass so Hubduelle hier so richtig gut funktionieren. So. Mal schauen, ob wir dieses Mal eine Fahrt hinkriegen ohne Verkehrsverstöße. Bisher sieht's ja noch halbwegs gut aus. Schönen Brücken hier. Oder was ist Brücken? Autobahn, Stadtautobahn. Schön auf Brücken gelagert, auf Brückenpfeilern. Nur damit dann darunter nichts hergeht. Und nicht viel. Das sind riesige leere Betonflächen eigentlich. Ist auch nicht schlecht. Sehr effizient den Platz genutzt auf jeden Fall. Wobei da auch niemand drunter wohnen möchte wahrscheinlich. Würde ich aber auch nicht wollen. So, dann fahren wir hier mal von der Straße runter. Machen vorsichtig eine Vollbremsung. So. Oh, 43 Einparkbonus. Buena Vista. 3 Minuten. Zwei Stunden später. Steigen wir erstmal wieder ganz langsam wieder in den Bus ein. Bloß keine Eile, ne? So. Ah, da kommt er her. Okay. Vor allem... Ich habe aber kein bisschen von der Verspätung aufgeholt durch die 2-Stunden-Konferenz. Hätte ja sein können, ja, wir machen wenigstens 5 Minuten früher Schluss und dann kommen die Leute halt
keine Ahnung, 3,5 Minuten vorher raus und dann passt das wieder, aber nein. Nein. Nein, du kriegst die Verspätung dann halt reingedrückt, auch wenn es 1,5 Minuten sind. Und warum? Weil wir es können. Und womit? Sicherlich nicht mit Recht. Fahren wir erstmal wieder in die Busspur. Hoffen mal. Ja, wir müssen geradeaus. Ja, bitte, wir müssen noch hinten abbiegen müssen. Oder schon. Vor allem, wenn ich gerade in die Busspur wechsle. Ja, in 44 Sekunden bin ich bestimmt nicht da. Schöne Feuerwehrfahrzeuge und alle möglichen Leute rechts auf der Busspur überholen. Old Town, Buena Vista Yachtenclub. Ja, da müssen wir also gleich die Spur wechseln. Machen wir das doch direkt mal. War nämlich ganz links. Sehen wir schon die Bremslichter der vor uns fahrenden. Ja, okay, wir müssen geradeaus. Boah, diese Ampelphasen. Das ist 10 Minuten rot, aber dann 2 Sekunden grün. Und bei Gelb bremsen die NPC schon. Yay. Nein. Oh, das war knapp. Ja, das war knapp. Da hing ich wahrscheinlich schon in dem Auto vor mir. Als Mensch. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass der Bus hier eine bessere Beschleunigung hat als die ganzen anderen Verkehrsteilnehmer, die hier durch die Gegend fahren. Vor allem eine bessere als die ganzen Autos. Was am traurigsten ist. Hier ist die perfekte Meile. Schon das Ziel. Ah, okay, statt 44 Sekunden haben wir so ungefähr 1 Minute 44 Sekunden gebraucht. Na, nicht ganz. Ein bisschen weniger ist es. Außer ich brauche jetzt noch länger zum Einparken. Ne, 1,40. Na gut, die 4 Sekunden. Na, ich stehe jetzt eh noch da und warte darauf, dass sie aussteigen. Sind wir jetzt auch wieder bei 1,44. Waren zwar genau die, es waren zwar zweimal die 20 gleichen, oder waren eigentlich 220 Leute, es waren die gleichen. Ja, wo ich denn die Strafe gekriegt? Ja, irgendwo einen Blinker vergessen. Und trotzdem nur knapp 4000 Punkte gekriegt für so eine lange Fahrt. Linie 32, Westminster Schleife. Linie 32 verkehrt im Zentrum der Old Town und fährt dort alle wichtigen Orte an. Start- und Endhaltestelle ist Westminster. Nutzen Sie die Busspuren, um Verkehrsbehinderungen zu vermeiden. Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ihr erst auf Stufe 4 das erste Mal auf die Busspuren hinweist, oder? Bremsen Sie nicht zu stark. Achten Sie auf die Bremsanzeige. Wieder schön der gelb-schwarze Bus hier. Ah, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man hier zu... Am Anfang wirklich schon zu stark beschleunigen kann, als dass man nicht mehr... als dass man die Haltestelle nicht mehr richtig kriegt. Weil man kann natürlich auch einfach zu spät bremsen. Das war wahrscheinlich eher das Problem. So. Ja. Beste Baustellenmarkierung. Oder Markierungszaun. Da müssen wir vorne gleich bestimmt rechts, und da die Ampel jetzt noch auf grün ist, oder auf grün steht, ja, tut sie es nicht mehr, wenn wir da sind.
So. Ja, passt. Und wieder links. Ich hab doch geblinkt. Boah, ich habe jetzt außersehen beim Abbiegen die Spur gewechselt. Das hat ihn gestört. Was im normalen Leben auch keinen interessiert, als wie zu viele Leute machen. Auch wenn es total dumm ist. Oh, ich glaube, das ist das erste Mal, dass hier auf dem Boden die Abbiegerichtung stehen. Also dass man hier die beiden in den drei linken Spuren geradeaus fährt, in der ganz rechten nur nach rechts und in der zweiten von rechts nach rechts und geradeaus. Ja, hallo. Das war sogar noch ein halbwegs ordentliches Auto neben dem Civic. Guter Mustang. Vielleicht sollten wir da jetzt auch mal aufhören zu blinken. So, reicht irgendwann. Und hallo Busspur. Jetzt rausche ich mir erstmal an den beiden NPCs vorbei. Oder auch nicht, weil da vorne schon die Ampel kommt. Ha! Jolo. Na, links blinken. Schön noch über die Ampel ziehen. So. Und Haltestelle. Und weiter. Ich finde, so tarnende Ampeln sind echt cool. Nicht. Nämlich die, wo man dann viel zu spät bemerkt, dass hier dann doch auf Rot steht, weil man die Ampel oder das Ampellicht einfach nicht entdeckt hat oder gesehen hat. Wegen der Licht an Bildern, nicht an Bildern, an Lichtern. Moment, wegen der Flut an Lichtern. Wegen der Licht an Flut, ja, genau. Ja. Ne, wegen der Flut an Lichtern, die man hier in der Stadt betrachten kann. Aber interessant, dass der Bus ein deutsches Kennzeichen hat. IN ist, glaube ich, Innsbruck. Wenn ich mich nicht irre. Oh Gott. Wie haben sie da echt nicht an Lichtern gespart? Quasi so ein Lichtball, wenn man die Straße entlang schaut. So. Perfekt. Nein, nicht ganz, aber optimal geparkt eigentlich. Eigentlich. Noch 8 weitere Haltestellen. Ja, davon müssen wir links. Los, Ampel, fährt grün. Fährt grün. Los. 9. Ach, dämliche Ampel. Man steht gerade. Zack, jetzt werde ich grün. Ach, fick dich. Nein, wieder Verkehrshindernis auf der Straße. So.
Wittern. Oder so. Nächster halt Philip Lane. Da vorne muss ich hier gleich wieder links. Können die Leute vor mir sich mal bequem ein bisschen schneller fahren, dann kann ich vielleicht auch hinter denen mal überholen. Also hinter denen mal herfahren. Die Spur wechseln. Neun. Na. Ah. Verdammt. Das war dann doch zu optimistisch. Ja, damit hat sich die perfekte Meile. Nein. Jetzt bleib stehen. Mensch. Islington ist der nächste halt. Busspur. Sehr gut. Oh, 50er Bonus sogar. Für schöne Parken. Noch etwa 4 Minuten schätzungsweise. Ja, außer wir werden wieder von solchen Ampeln getrollt. Eltham ist der nächste halt. Eltham, Elthalt quasi. Die Städte sehen hier, die Stadt hier für immer sieht so ein bisschen so aus, als hätte man die Wahrzeichen von irgendwelchen größeren Städten genommen und die einfach so alle in einer Stadt geworfen. Fehlt mir eigentlich nur noch der Eiffelturm. Ich glaube, das Weiße Haus hatten wir schon, das Washington Memorial hatten wir, Golden Gate Bridge, na gut, hätte man so sehen können, das war eine der letzten Fahrten, wo wir diese große Brücke gefahren sind. Wobei, dafür hätte die eigentlich rot sein müssen. Ja, was macht die Ampel da? Zweifelsfall steht sie auf Rot. Nein, sie steht auf Grün. Ich fahre drüber. Und keine Strafe. Sehr gut. Ich komme auch direkt die nächste Haltestelle. So. Ein bisschen über den Bordstein driften. Eine Creme wäre Strafe, dass wir nicht geblinkt haben, als wir auf dem Bordstein gefahren sind. Oder so. Ah, noch drei Haltestellen. Na komm. Die beiden Haltestellen hätte man auch wieder zusammenlegen können. Oh, ein Zug. Ich glaube, das ist der erste Zug, den ich hier sehe. Das wäre eine klassische Dampflok. Das sah jedenfalls sehr klassisch aus. So. Ah, 55er Bonus. Ich finde es aber auch sehr interessant, dass die Haltestellen so designt sind, dass man da von vorne nicht reinfahren kann. Also man, falls man, wenn man die Haltestelle erwischt, dann sind die Leute trotzdem geschützt.
Nicht so wie bei uns, dass man so richtig kleine Haltestellenhäuschen hat, wo die Leute dann halt vorstehen quasi. Wahrscheinlich als Schutz vor Leuten, die dann außerdem in die Haltestelle reinfahren wollen würden. Kann ja mal vorkommen. Aber komm, warum stellt ihr euch denn alle nach links, wenn ihr nach rechts wollt? Gut, warum stelle ich mich nach rechts, wenn ich nach links will? Ja. Gleiche Frage. Genauso dämlich. Vor allem, wenn sich alle nach links stellen, um nach rechts zu fahren und deswegen alle links stehen und niemand rechts steht und die Leute, die links abbiegen wollen, sich dann halt nach rechts stellen, weil rechts mehr Platz ist als links. Das macht Sinn, ja? Oder auch nicht. Westminster. Da sind wir auch gleich wieder am Ende. Also am Anfang und am Ende quasi. Ampel, du bleibst jetzt grün. Das war knapp. Das war knapp. So, unbenutzte Haltestelle. Und Schuhkarton und Haupthaltestelle. Oh, das war knapp. So. Richtig. Und den vollen Bonus gekriegt. Da sind wir auch wieder am Ende der Fahrt. 87 Leute. Oh, 22% Pünktlichkeit. Yay. 51 Positivwertungen und 3 Negativwertungen. Davon eine rote Ampel. Und zweimal Blinker. Okay, die Fahrt machen wir noch, diese Folge. Ein weiterer Weg zur Schule. Manche Kinder haben einen weiten Schulweg. Sie müssen in Oldtown... Sie müssen sie in Oldtown, mein Gott, einsammeln und sie zur Western High School bringen. Die Schule befindet sich an der Grenze zum Central Business District. Die Route ist ziemlich lang und daher ideal, um viele perfekte Milo-Boni zu sammeln. Ja, die sieht auch schon sehr lang aus. Bremsen Sie nicht zu stark. Achten Sie auf die Bremsanzeige. Gleich eine ganze Flotte von quietschgelben US-Schulbussen. So. Wo fährt man erstmal eine Minute zur ersten Haltestelle? Das ist auch nicht schlecht. Vorne sehe ich schon eine Kreuzung. Das heißt, das ist gleich wieder eine rote Ampel, vor der ich stehen werde. Ach, Super Sports Stadium. Ah ne, ist eine Brücke. Okay. Einfach mal so blinken. Man kann es ja. Ja, mehr als 44 fährt er auf der Geraden irgendwie nicht. Kannst du ja Otto den Schulfahrer von den Simpsons pullen. Wobei, dafür müsste man bekifft sein. Um den wirklich zu verkörpern. traurig, aber wahr. Weil man auch so schon ziemlich kaputt fahren kann in diesem Spiel. 10 Haltestellen haben wir vor uns. 2 Leute, die einsteigen. Und weiter. Totterwich? Ja, toller Name. Noch mehr Baustellen. Ein entstehendes Gebäude zur Linken. Mit 2 schönen, oder eher nicht so schönen Baukränen. Ne, Baukräne sind jetzt nicht so wirklich schön. Mein Maßstab nach jedenfalls. So. Einer, der da stand und gewartet hat. Macht energetisch irgendwie kaum Sinn, dann für eine Person da zu halten. Jetzt ist der eine Bus nicht ernsthaft gerade in den roten Reihen, also der gelbe Bus nicht ernsthaft in den roten Reihen gefahren, oder? Jetzt krieg ich gesehen, wie es geknallt und wieder ein Stück nach hinten gerutscht ist. Das ist irgendwie traurig, wenn die NPCs vorm Fahren nicht schauen, ob jemand vor ihrem Fahrzeug ist und die Leute dann einfach umfahren. Oh Mann.
Ja, die KI ist in diesem Spiel echt nicht so wirklich ausgeprägt gewesen oder nicht so ganz wichtig gewesen, glaube ich, bei der Erstellung. Also Fahrzeug-KI ist immer so ein, immer ein interessantes Thema. Doch interessanter ist es eigentlich nur bei FPS, also so Shootern, wenn man dann dumme oder nicht ganz so dumme verbündete Bots hat, quasi. Das ist noch lustiger, weil die noch mehr Möglichkeiten haben zu agieren. Wobei das gerade so auf dem, so ein bisschen auf dem Niveau von ja, er schießt seine Mitglieder war, also seine eigenen Teammitglieder. Aber hey, warum nicht, ne? Ja. Boah, ja. Nein, hat die Haltestelle war ja hier, verdammt. So, vorsichtig. Oh, drei Leute, die einsteigen. Ah, da müssen wir wieder nach ganz links. Ah ne, können wir gleich den Blinker anlassen. Müssen wir eh hier wieder links abbiegen. Vorne kommen wir gleich wieder rechts. Neun. Ampel wird grün. Los! Boah, Glück gehabt. Das hätte sonst nicht mehr ganz so gut gepasst. So. Ah, noch sieben Haltestellen. Wir sind jetzt schon 10 Sekunden zu spät gleich. Ja, genau. Nein, das ist zu weit. So, das müsste passen. Drei weitere Leute. Es lohnt sich echt, wenn dann eine Haltestelle ist und dann da immer nur drei Leute einsteigen jeden Morgen. Obwohl das natürlich ziemlich cool ist, wenn man bedenkt, dass der Bus dann nicht allzu voll sein kann. Bleib doch stehen, Mensch. So. Ja. Was auch immer der da gerade hinter mir versucht hat. Ich hatte die Vermutung, dass er mir gleich reinfährt. Vor allem die Leute, die hier genau zwischen den Haltestellen parken, sind auch so ein bisschen kaputt. Was soll das denn? Mensch. Zwei Leute, die einsteigen. Ah, hier ist das Central Hospital. Das gute Zentralkrankenhaus, ja. Die alte Stelle hieß sogar so. Beziehungsweise heißt sogar so. Ich habe jetzt gerade irgendwas mit Hospital oben gelesen. Mayday Hospital, ja. Okay, passt. Ein... Boah! Ja, sicherlich. Das war auch ein ziemlicher YOLO-Move, wie der gerade abgebogen ist, vor allem weil das so ein 90-Grad-Abbiege-Manöver war. Wo so kein Mensch darauf reagieren kann, wenn er nicht damit rechnet. Weil es keinen Sinn macht. Weil ich irgendwie den ich habe auch den Eindruck, dass das Einzige, was der Fahrphysik hier wirklich unterworfen ist, der eigene Bus ist. Und alle anderen Fahrzeuge mit ihrer Wunschphysik fahren und dann halt einfach mal eiskalt 90-Grad-Kurven fahren können. Direkt vor dir. Quasi mitten im Winkel. Ist dann schon echt bitter. Ah, Ampel ist grün. Ampel bleibt auch grün. Wenn es nicht tut, habe ich verloren. So. Gut. Ich habe es gerade noch drüber geschafft. Jener Gulli. Riesigen Dampfwolke. Ah ne, die Haltestelle ist ja eh wieder da vorne. Komm wieder auf die rechte Spur. Ach
Komm, wir parken den da direkt hinter der Haltestelle. Keiner von den beiden, die eingestiegen sind, hätten den noch mal verscheuchen können. Oder haben es versucht, vermute ich mal. Haben es nicht versucht. Also keiner von beiden hat es wohl versucht. Das hätten sie nicht tun können. Mensch. So. Na. Fahr doch, Bus. Los. Ja, wenn ich jetzt noch beschleunige überhole, wäre ich zu spät, zu schnell gewesen. Weil ich ja hier wieder halten muss. Ah, ich war auch so zu schnell eigentlich. Ah, es hat noch gepasst. Na gut, der eine kann sich ja dann noch mal ein bisschen bewegen morgens. Wäre jetzt wahrscheinlich auch kein Opa gewesen sein, der hier mitfährt. Ist jetzt Schulbus, also. Auf der einen Seite eine Brücke, auf der anderen Seite einfach ein Huggel. Hubbel, oder wie? Ach ne, das ist auch quasi eine Brücke, weil hier ist ein Fluss. Nur die eine Brücke geht hoch und die andere ist ebenerdig. Warum auch immer. Macht irgendwie keinen Sinn, vor allem, weil die, was einfach nur eine gebogene Straße ist eigentlich auf der anderen Seite. Ist ja nicht mal eine Brücke vor gewesen oder so. Vor allem, wer zum Henker wohnt hier? Das ist irgendwo Industrieviertel. Oder irgendein Produktionsgebäude. Ich steig dann irgendein Schüler ein. Ja. Durchgezogene Linie. Okay. War aber offenbar keine Busspur. Von daher ist es nicht so gut, wenn man da jetzt drauf herfährt. Eine perfekte Meile und eine weitere Meile haben wir noch bis zu unserem Ziel. Wieder ein Schilder Triplet. Central Business District, Buena Vista Club und Western High School. Na, ziehen wir mal rüber. Wenn ich den Reisebus erwischen. Ja Leute, wenn ihr bei den kurzen Ampelphasen auch noch bei Gelb stehen bleibt, dann kommen wir gar nicht mehr vom Fleck. Ich hupe gerne zurück. Jenes Hubkonzert. Ach so, die haben da wieder einen Unfall gebaut. Nein. Schon wieder rot. Ach Mensch. Ist doch nicht euer Ernst, oder? Ja. Wer ist da eigentlich in wen reingefahren? Ach ne, es waren nur die beiden, also der Schulbus und der kleine PKW. Ich dachte so, Massenkarambolage genau in der Mitte der Kreuzung. Und im Hintergrund haben wir schöne Heißluftballons und einen riesigen See. So. Also ist erstmal die Straße komplett leer, weil alle Leute in der Kreuzung stehen. Like a Boss. Und die nächste Ampel. Western High School, Central Business District. Wir müssen nach links. Also der Straße eigentlich nur folgen. Nein. Sehe schon die nächste Ampel. Ampel auf Ampel. Interessant, was da für ein Stahlbogen oder für ein keine Ahnung, Betonbogen im Hintergrund ist. Wo wir übrigens hin müssen, wie ich gerade sehe. Schön. Schön hier nach links. Da, dieser Bogen rechts. Das Gebäude sieht auch sehr komisch aus. Wie so ein Schuhkarton quasi. Aber es ist noch eine halbe Meile ungefähr.
Lalala. Achterbahn. Oh, böse. Ach cool, da kann man direkt mal in die Wand reinschauen. Ja, die Maustelle, die einfach mal so aufploppt, ganz ohne Schild oder Warnung vorher. Braucht man ja auch nicht, ne? Ist ja vollkommen egal. Fährt ja eh keiner rein. Fährt ja sowieso keiner hier auf dieser Straße vor allem. So. Mal kurz den Bordstein mitnehmen. Ordentlich hart in die Bremsen latschen. Jetzt habe ich eine Vollbremsung gekriegt und es hat trotzdem nicht gereicht. Aber sollen sich die Plagen jetzt mal nicht so anstellen, ganz im Ernst. Haben sie wenigstens mal ein bisschen Action an ihrem Schultag. Da kann man Skill echt amerikanisch, oder was weiß ich, für Schüler in einem amerikanischen alten Museumsbus quasi zu einer amerikanischen Schule fahren. Aber jetzt war das... Ach nee, komm. Die Vollbremsung war am Ende, das waren die einzigen Strafpunkte, die ich gekriegt habe bei der Fahrt. Hat sich ja gelohnt. 18 Leute befördert, 44%. 45 positiv und eine Negativwertung. Ja. Wunderbar. Damit haben wir die Hälfte von Stufe 4 auch schon abgeschlossen. Und hiermit verabschiede ich mich auch und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Bus Driver.